Importierte Rinder würden im österreichischen Schlachthof zu österreichischen Rindern und dann als österreichisches Qualitätsfleisch in Österreich verkauft. Es braucht eine ordentliche Herkunftskennzeichnung, fordert Peter Schmidt-Lechner von der FPÖ. Er ist im Zivilberuf Landwirt und von den Grünen ist am Wort Olga Voglauer. Wenn wir den Weg von der Landwirtschaft übers breite Business hin zum Teller gehen, dann geht dazwischen das Gewissen verloren. Das haben wir heute schon von all meinen Vorrednern und Vorrednerinnen sehr gut präsentiert bekommen. Und gerade das Thema Tiere, unser Umgang mit den Tieren, unser Umgang mit Nutztieren, macht sehr plakativ deutlich, wie unwucht dieses ganze System läuft. Und deshalb ist es so wichtig, in der nächsten Woche das Tierschutzvolksbegehren zu unterschreiben. Denn dieses Tierschutzvolksbegehren, das Ihnen bis zum 29. Juni die Möglichkeit gibt, ein Zeichen zu setzen, ein wichtiges Zeichen, damit wir hier später noch intensiver über Tierschutz sprechen werden, in diesem Haus. Das Besondere an diesem Tierschutzvolksbegehren ist, dass es auch die Landwirtschaft mitdenkt. Dass es nicht die Landwirtschaft hinausstellt an den Pranger, sondern dass es die Landwirtschaft mitnimmt, als Teil einer Lösung, wo wir alle hinwollen, die wir neben unserer politischen Tätigkeit auch Bäuerinnen und Bauern sind. Es sind die Exporte und Importe, die uns zu schaffen machen. Und es ist schlimm, wenn wir uns gerade die Exporte anschauen, was die bedeuten. Warum sind die überhaupt wichtig für die Landwirtschaft in Österreich? Ganz einfach, weil der Lebensmitteleinzelhandel so dominant ist bei den Preisen, dass lediglich der Export bleibt, um noch halbwegs Preise in Österreich mit dem eigenen Lebensmitteleinzelhandel zu verhandeln. So paradox ist dieses System. Und niemand von uns Bäuerinnen und Bauern mag das und jeder und jede von uns möchte das verändern. Und ja, setzen wir dabei an. Es ist heute vom Rathaus eine Demo von Bäuerinnen und Bauern, die darauf hinweisen, wie weit sie eigentlich schon an der Wand stehen. Ich war vor ein paar Stunden dort und was ich mir gemerkt habe, war, schaut zuerst, dass die Preise wieder stimmen, damit wir dann die Herkunftsbezeichnung und alles Weitere dann lösen können. Das kann niemand hier in diesem Haus versprechen. Aber wir können anfangen, an dieser Komplexität des Systems zu arbeiten. Und das heißt, in der Verarbeitung andere Schritte und Parameter zu setzen und letztendlich auch die Gastronomie, die Hotellerie und den Tourismus in die Verantwortung zu nehmen und auch dem Lebensmitteleinzelhandel endlich zu erklären, dass die Landwirtschaft nicht der Spielball sein kann. Ein Reden mit den Bäuerinnen und den Bauern und nicht über sie und auch nicht ein Entscheiden über sie, sondern ein Miteinbeziehen bei unseren Planungen. Wir hören es in letzter Zeit sehr oft, Regionalität ist quasi die Lösung für alles. Viele meinen auch in der Landwirtschaft. Die Regionalität könnte uns wirklich sehr viel mehr behilflich sein, als wir denken. Wir könnten in der intensiven Nutztierhaltung wegkommen und hin zu einer naturnahen, tierwohlorientierten Landwirtschaft uns orientieren. Das würde unsere Konsumentinnen und Konsumenten auf unsere Höfe einladen und wir hätten wieder Botschafterinnen und Botschafter, die in der Breite wirken. Denn nur Bäuerinnen alleine sind mittlerweile in Österreich zu wenig. Und weil heute der Tierschutzbericht vorgelegen ist, ich möchte Ihnen ein positives Beispiel nennen aus Kärnten. Wir hatten in Kärnten vor wenigen Jahren einen der größten Tierskandale, die wir in Kärnten gesehen haben. Ein Gastronomiebetrieb, ein richtig großer Gastronomiebetrieb, wurde dabei aufgedeckt, wie er unwürdig seine Schweine hält und schlachtet. Was ist passiert? Denn darüber hat noch niemand gesprochen. Passiert ist Folgendes: Dieser Betrieb hat seine gesamte Wirtschaftsweise auf biologisch umgestellt. Er ist mittlerweile komplett in den Gemüsebau eingestiegen, in den biologischen. In den Gastronomiebetrieben wird alles in Bioqualität angeboten und beim Schweinefleisch ist es mittlerweile österreichweit einer der größten Einkäufer, die es gibt. Das sind Beispiele, warum es doch nützt, genauer hinzuschauen. Wenn wir aufdecken, dann entwickelt sich was. Somit ist das ein Beispiel, das ich immer mitnehme in die Zukunft und letztendlich auch ein Beispiel, warum dieses Volksbegehren, und mit dem schließe ich, wichtig ist, weil es genau auch die Gastronomie mitnimmt. Dankeschön, Kuala Lumpur.